Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800 mit Barty. Oder das kam sehr direkt, die Ansage. Okay. Ja, wieder zurück in Anno 1800 mit uns beiden. Und Genau. okay, fortsetzen. Ja. Nicht wundern, wenn ihr komische Schmatz- und Essgeräusche hört. Ich esse. Herr Kuhfeld hat schon gegessen, aber ich bin zu langsam, die Welt. Hoffentlich kein Sinnbild für Anno. Irgendwas Wie mache fehlt ich jetzt noch immer. mehr Geld? Außer mehr Bevölkerung. Und da brauche ich wieder mehr Geld, um die zu versorgen. Das ist ein Todeskreislauf. Die Waren starten. Helf mir. So. Wie macht man mehr Geld, Herr Kuhfeld? Es gibt so Gebäude, die nennt man Bank. Und da kann man hingehen mit einer Waffe und dann die Leute bedrohen und dann geben die dir Geld. Kurze Aufgabe. Okay. Die Bank besuchen. Warum haben die das getan? Herr Kuhfeld sagte, ich soll es tun. Ich weise diese Unterstellungen zurück. Das wäre vollkommen normal. Nee, natürlich. So hebe ich immer Geld ab. Ui. Der Bauch geht abheben, hä? Das ist Flucht. Gut, ich baue Kneten. Das heißt, ich baue glückliche Bewohner, ne? Dann geben sie mir auch mehr Schiff unter Geld. Beschuss. Ein Schiff von mir steht unter Beschuss. Admiral Ja, auf der warum gehst du Brücke! denn auch? Du musst natürlich im Umkreis Segel! von der Pirateninsel fahren, ne? Richtig dumme KI. Sind unterwegs! Okay. Dadurch brauche ich jetzt weniger Klamotten und weniger Fisch. Das ist schon mal sehr Neue Befehle. gut. Nicht dadurch jetzt sogar die Sachen stilllegen? Ernst gesagt. Oh. Steuermann! Was denn? Ja, ich hab gerade fast wieder mein neues Flaggschiff verloren. In den scheiß Ziele in Piraten. Sicht. Koordinaten gesetzt. Zum Feuern. Okay. Ja? Ich muss umgehen. Nee, ich muss irgendwie anders segeln. Das geht so nicht. Geh weg. Darum habe ich auch schon festgestellt, ist nicht so schlau. Und merkst du auch gerade. Laufen Koordinaten an. Ja, stirb Schiff. Los, sauf ab. Angriff ist die Tschüss! beste Verteidigung. Ein Schiff wurde zerstört. Na, ich meine natürlich. Oh, tut mir leid, dass das passieren musste. Unverzeihlich! Das Karawante da drüben. Der Falke ist bereit. Ein Schiff wurde zerstört. Ziele in Sicht? Ja, ihr wollt Konserven, das weiß ich. Jetzt Gebt hau mir doch da erstmal ab. mehr Geld, dann gebe ich euch auch mehr Konserven. Neue Befehle. So, was brauche ich denn für eine Konservenfabrik? Ein Schiff Ach so, wurde das war ja der zerstört. Wahnsinn, ne? Lotto bereit. Schiff unter Beschuss. Drinsfarmen. Okay. Jetzt reicht's mir. Herr Kufel holt aus zum Gegenschlagen. Es reicht. Verdammt. Ich werde euch zeigen, wer hier den Hammer führt. Was?
so Schweins-Rindfarmen. So. Buh, ja, lecker, Kuh. Hast du ein Problem, wenn wir nicht Kühe essen? Jetzt habe ich irgendwie 3 oder 4 Schiffe verloren. Oh. Klingt das glaubwürdig? Nein. Mumu. Das liegt auch voll gerade falsch. Kann ruhig sein. Einfach die Presse halten, Martin. Das wäre am besten. Halt die Fresse, Barty. Danke. Vom Stapel gelaufen. Paprika. Das sind Schlagfische. Schlagen die? Nee, die Fregatten nicht anders. 108 Felder. 108. Paprika. Leinen los. So. Die Großküche. Ja. Wir geben unser Bestes. Wo stellen wir dich in Großküche? Was steht mir denn dafür? Nein, Fenster! Alter, was stimmt mit euch alle nicht? Nein, ich kann es nicht ganz ausschreiben. Dafür brauche ich eine Quarzgrube. So. Der Fall ist bereit. Ah! Oh, zum Glück. Mein Flaggschiff heißt jetzt Flying Caulfield. Flying Caulfield! Bin ich mega, ohne Scheiß. Flying Caulfield. Ja, moin. Schäden am Rumpf. Wo kann ich mal in das Handel, in das Routenmenü reingucken? Gibt es eben einen Button für oder bin ich aber dumm? Unter der Karte, der rechte. Ah. Neue Befehle. Paprika. Laden Paprika. Ziele in Sicht. So. Hab schon Paprika gesagt? Paprika? Nee, ich glaub nicht. Also dann. Paprika. Was ist denn? Ein funkelndes Juwel der Krone. Noch geht's, aber wir laufen langsam voll Wasser. Na toll, sterb halt, meine Fresse. Geleitschutz. Volle Fahrt. Mann. Neue Befehle. Gott, hat er wenigstens Leben? Wiederhol das. Was? Okay. Ich glaube, jetzt in der Klugscheißer-Modus dabei. So, mir geht's wirtschaftlich gerade echt prächtig. Sagst du was nicht? Ich meine, es geht mir wirtschaftlich echt schlecht. Gott sei Dank, sagst du sowas. Jetzt müsste ich über militärische Maßnahmen nachdenken. Das wollen wir beide nicht. Nein, nein. Ja.
Sehr gut. So. Hier sind alle glücklich und zufrieden und haben Essen und Bier und sowas. Ja, sagst du öfter. Heil mir, genau, hat er glaube ich gesagt. Ja, ist okay. Huldigt mir. Mit euer Inselwart. Und ohne mich läuft hier rein gar nichts. Noch geht's, aber mit wir Umsatz, laufen langsam. Er hat Fregatten. Oh mein Gott. Guck mal, wie die Fregatte heißt. 108. Hörst du auf, Fregatten zu produzieren? Das habe ich nicht genehmigt. Schäden am Rumpf. Warum ruckelt's? Was ist los? Ich weiß es nicht. Was machst du falsch? Ich mach gar nichts falsch. Ja, ja. Kanonenboot beginnt Geleitschutz. Du bist der Horst. Sieht immer nur am Horst. Der Kerl. Was gibt's denn bei dir? Noch geht's, aber wir laufen langsam. Die Reste können auch gerade hängen. Sehr schmackofatz. Ja, ja. Und noch ein klein bisschen Rest Nudelauflauf. Ach, Nudelauflauf sag ich schon. Das ist ganz verwirrt. was haben wir hier? Weißt du, was wirklich geil schmeckt ist? Ohne es böse zu meinen. Wenn du vegetarische Lasagne nimmst, machst Hackfleisch rein. Schmeckt einfach nur geil. Auf die alte Dame ist verlassen. Ja, schmeckt gut. So, Tölpel. Ja, was kann auf ein Schiff heißen? Tölpel? Wer ist meiner denn eigentlich so? Hondor, Neptuns Beute, Castilla, Aura, Ozean, 1421, Was will der Mob von mir? Mob, was willst du von mir? Ich muss den Konditor finden. Ja. Wo wäre ich, wenn ich der Konditor wäre? Bei der Bäckerei. Ha. Oder am Saufen. Von beiden. Ich glaube, ihr geht alle immer saufen. Stimmt. Wieso steht denn hier, dass ich Schnaps verkaufe? Das stimmt doch gar nicht. Warum machst du denn sowas? Also wirklich, ne? Wieder zusammengeflickt, Admiral! Ja, was bringt mir der Konditor? Und weg ist er. Na toll. Wo kann ich meine Items anschauen? Items. Hast du eine Handelskammer schon gebaut? Eine Handelskammer? Ja. Wo ist das denn? Ich nehme an, das heißt wohl nein. Wo findet man die? Sag ich dir nicht. Ach da. Okay. Hört sich interessant an. Dafür. Ah, oh. I. Ah, Vokale? Du hast in der Schule sehr gut aufgepasst. Ja. Dabei.
Köhlerei, Jagdhütte und Mannsauholz, Fellerhütte. Ja, ich habe ein Problem. Ich habe kein Holz mehr. Ich muss noch meine Sägewerke wieder anschmeißen. So. Ich hätte, dass eine Expedition ohne Items relativ schwierig ist. Ja. Das muss ich dich fragen, als Noob, wo bekomme ich gute Items her? Bei den Händlern oder was? Ach so, nein, du guckst am besten bei deinen eigenen Gütern. Wenn du das so auswählen kannst, da steht dann meistens, was das bringt. Warte mal, ich rede gerade zu viel. Boah, nochmal bitte. Du kannst bei deinen eigenen Gütern gucken, was sie bringen. Also ich glaube zum Beispiel, dass Brot Glaube bringt. Aber sicher bin ich mir gar nicht. Und wenn du... Ich war auch nicht so gewesen mit Brot, Fischen und Wurst. Aber es hat mir wieder was bei Geschicklichkeitstests gebracht, noch bei Heiltests, noch bei... Ja, genau. Allen möglichen... Du musst halt, zum Beispiel, ich glaube, bei Brettern ist das so, die bringen Geschicklichkeit. Ah. Oder bei Kanonen, die bringen, glaube ich, Gefechtskunde. Und dann kannst du da in verschiedenen Situationen besser abwehren. Ich verstehe. Genau. Was mit der Medizin? Alkohol? Nee, oder? Medizin weiß ich gerade nicht. Und ich biete wohl jetzt Zeit anfragen. Ach, komm mal. So. Ich werde niemals seekrank. Ich nicht. Wo ist denn mein Dings denn? Mein Flaggschiff denn jetzt hier in der Auswahl? Oder kann jedes Schiff nur einmal auf Reise gehen? Ich glaube schon, ja. Gar nichts. Gab's das Rationen? Schiff vom Stapel gelaufen. Auf die alte Dame ist Verlass. Ist nur Rationen? Ah, Redegabe ist Bier. Wow. Ist gemeint, wie denn? Ja. So. Aber sowas wie Geschick und so sehe ich hier gar nicht, ne? Jagdglück, Gefechtskunde, Redegabe wahrscheinlich. Und es ist mir unterschiedlich, was ich brauche. Die Mission. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ja, Glück. Ei, ei! Jetzt fährt er wieder da an denen vorbei. Was brauche ich denn für Jagdglück? Was würdest du denn für Jagdglück mitnehmen? Also nicht Kanonen. guck mal beim Mehl. Ich glaube, das ist auch... Mehl für Jagdglück? Ja. Alter, ja. Warum das denn? Frag mich nicht. Warum ist Eisen Jagdglück? Oder Kohle, wenn ich das. Art. Ich stehe halt dran, ich bin immer nur dumm. Warum bin ich denn so Er schießt mich. Segel! Lehm ist Jagdglück. Okay, ich
ich bin raus. Mein Leben habe ich genug. Nicht erledigt? Ah, Sind unterwegs! Na dann. Aber mal. Wer rauskommt. Was ist denn hinten los? Achso, zu viele Transporter. Sehr gut. Wie schaut es euch aus? Seid ihr glücklicher geworden irgendwo? Was sieht euch hier? Varieté. Ein Varieté. Wollt ihr haben. Das nächste kommt ein Bordell, ne? Wie war das? Leicht angeschlagen. Wenn der. Auch ja alles möglich, ne? Flaggschiff beginnt Geleitschutz. Gut. Kann ich jetzt nicht bauen? Ne, es gibt immer noch Fenster. Immer noch keine Fenster. Achso! Oh, dumm! Warum bin ich so dumm? Klar bauen meine Fabriken keine Fenster. Ich habe ja keine Fensterfabrik. Und die wird schwierig. Kann das so gedruckt werden? Was wäre... Dings. Hm? Meine Stadt wird hässlicher. Man könnte es als irreführend bezeichnen, aber... Der Stadt wird hässlicher. Haben die das ernsthaft gesagt? Ja. Ja, weißt du Bescheid, was sie von dir halten. Warum parkt ihr so viele Kriegsschiffe hier? Hörst du auf, Kriegsschiffe zu produzieren? Bitte. Nee, nee. Könntest du damit aufhören? Das macht mir Sorgen. Nö. Einfach so nö? Nee. Schon frech. Schon sehr frech von dir, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte, du wärst Nee. Netter Mensch. Nee. Nein, nein. Das königliche Prunksch. Neue Ziele? Okay. Ah, du brauchst Geld, das habe ich nicht. Okay. Geld gibt's nicht. Jetzt gibt's auf die Mütze. Für die Piraten. Oder schafft ihr das noch? Wahrscheinlich schon. Zum Angriff. Flotte geht auf Fahrt. Ich breche den Schiff Angriff unter auf. Beschuss. Was? Also den Angriff, die Piraten. Ja, ja. Mhm. Hast du Angst vor den Piraten? Ist ein bisschen zu stark, die Leute da. Das ist das Einzige, was ich gehört habe. Anno. Dass eben die Küstenverteidigung sehr artig stark ist. Mhm. Hab ich einfach hingesehen. Ich habe ja mit 5 Schiffen am Anfang gegen den Kutter gar nichts ausrichten können. Steuermann? Er hat mich ja gefrühstückt. Ja. Und das ist halt, wenn du ein bisschen früh Krieg führen willst, ziemlich
Ja, finde ich jetzt irgendwie dann ganz so schön. Aber es ist so, wie es ist, ne? Ja. Okay. Du kannst auch ab mir vertragen, ja. Gut. Gut, gut, gut. Ja, du könntest hier auch ein Upgrade vertragen. So. So, so macht mir Angst. Was machst du so? Ach. Musst du nicht immer die küssen. Alter, was hat das denn für eine riesen Reichweite? Was ist das? Was? Was so riesen Reichweite hat? Musst du alles wissen? Ja. Nur neugierig. Schiff vom Stapel gelaufen. Neue Ziele? Ich würde gerne wirklich alles wissen, aber allwissend ist halt schwierig. Güldenes Einhorn. Nee. So kann man das nicht nennen. Das güldenes Einhorn? Ja. Bitte nenn es güldenes Einhorn. Bitte, bitte. Wir brauchen ein güldenes Einhorn. Ich nenne es güldenes Zweihorn. Hä, wie geht das denn jetzt? Warum konnte... Ach so. Alles gut. Ich darf es nicht güldenes Zweihorn nennen. Ich muss es Einhorn nennen. Okay. Neue Befehle, Admin. Bitte nenn es einfach güldenes Einhorn. Was willst du warten? Sehen. So, die Reservenfabrik. Ja. Ja, ja. Da wollte ich auch noch was bauen. Hast du schon eine Konservenfabrik? Nee. Habe ich jetzt auch in näher Zukunft nicht vor. Oh, die kostet ja noch 15.000. Easy. What? Easy, bro. Klar. Klar, hab ich einfach nur rumliegen, ey. Hammer hat. Der Herr Kuhfeld, dem geht's zu gut. Seine Wirtschaft läuft viel zu gut. Ich weiß nicht, warum die so gut läuft. Was machst du anders als ich? Kommunismus. Ich hab's drauf. Was machst du? Kommunismus. So, der böse Kommunismus. Kommunismus. Mein Herr Kuhfeld ist kein Kommunist. Er ist vielleicht ein Lügner, ein Schwein, ein Idiot oder ein Kommunist, aber er ist ganz sicherlich kein Pornostar. Köpfchen. So. Oh, er hat so gesagt. Jetzt okay. Wird vierte Fregatte gebaut. Zeit für Speichern. Und eine Folge. Was kommt denn da? Zu einem Imperium Zwickzange. Land und Meer. Von dem Sir Blake. Damit danke, dass ihr eingeschaltet habt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.